Wir spielen heute Montagsmaler, aber ich mal Pancakes. Ich habe hier 6 verschiedene Pancake-Farben, also Pancake-Teig-Farben. Ich muss erraten, was du da für Motive malst oder was. Das klingt doch geil. Ich habe für schwarz habe ich eine Tube, für den Rest leider nicht. Wir fangen einfach an. Let's go. Siehst du da überhaupt von da aus, was ich mache? Von hier sehe ich ungefähr, ja, ein bisschen schon. Das ist eine Katze. Och Mann. Wow, das ging schnell. Darf ich trotzdem fertig malen? Bin gut in dem Game, ja, natürlich. Jetzt weiß ich nicht mehr, was es sein soll. Der ist ein bisschen dick geworden. Was ist das? Das ist der Schwanz. Ah, jetzt verstehe ich. So eine süße Katze ist das, ne? Das soll braun sein übrigens. Oh, warte, oh, ich kann noch so pinke so Ohrendinger machen, weißt du? Also von oben, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht das jetzt noch nicht so spektakulär aus. Ich weiß. Aber wait for the flip. Hä? Das hat ja voll gut funktioniert. Oh, die ist richtig cute. Die Katze hatte ich sofort instant richtig. Ein Punkt für mich, Linda. Okay, das nächste wird auch sehr einfach. Ich trau mich noch nicht so ganz schwere Sachen zu machen. Okay, dann mach erstmal nochmal einen einfachen. Es handelt sich um eine Hose. Oh, ich weiß doch sofort. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es auch schon wisst. What the fuck sind das für Augen, ey? Okay, ja, könnte geflippt ja noch cool aussehen, denke ich. Ich finde es so geil, wie es einfach von oben immer richtig scheiße aussieht. Der wird von unten, glaube ich, auch nicht so gut aussehen. Oh, guck mal, der ist viel blubriger. Ja, warum geht der so auf? Er soll nicht so aufgehen. Naja, es sind halt Pancakes. Guter Punkt. Ich mache den Background. Wie der aussieht von oben. So entstellt aus, Linda. Wait for the flip. Kannst du so einen Pancake-Flip? Ja, mit normalen Pancakes kann ich das. Ah, und warum sind die nicht normal? Was ist an denen nicht normal? Das sind Kunstwerke. Darf man schmeißt doch keine Kunstwerke durch die Gegend. Das wäre cool, wenn du mal in so ein Museum gehst und so Kunstwerke einfach so flippst. Ja, du brauchst einen größeren Flipper, ne? 40 Jahre die Flipper. Hast du von dem Lied auch so einen krassen Ohrwurm manchmal? Das finde ich. Ja, du kennst 40 Jahre die Flipper nicht? Nach diesem Dreh werde ich deine Welt erleuchten. Sieht aus wie so ein Albtraum irgendwie von so. Es sieht immer noch aus wie ein Albtraum. Vor allen Dingen, oh, der ist zu braun geworden. Oh, ich darf den nicht so hochstellen. Hoch. Das sieht echt aus wie so ein richtig ranziges Graffiti an so einer Bahn oder so, weißt du? Aber beim nächsten Mal vielleicht, Linda. Ich möchte ein Stück Patrick. Achtung, heiß. Oh, hi! Ja, schmeckt echt voll gut. Ja? Okay, jetzt muss ich kurz planen, weil ich muss von unten nach oben denken. Okay, warte. Okay. Das ging schnell. Ich bin wieder auf kompletter Konzentration. Ich werde es sofort erraten. Porträt von George W. Bush. Okay, ich brauch gar nicht mehr anfangen. Guck an, das wird so nix. Ich habe keine Ahnung, Linda, was soll das sein? Und da kommt jetzt noch was rein, in die Lücke. Sportlich. Du willst irgendeinen Hautton treffen, wetten? Das soll ein Gesicht sein. Hä, was ist das? Ist das ein Maracuja-Split oder ist das ein Cocktail? Oh, echt? Cocktail ist die richtige Richtung. Ist das etwa ein Aperol-Spritz? Ja! Das finde ich eine sehr gute Idee. Ein leckeren Aperol-Spritz. Mach da jetzt einfach so einen großen Pancake drum. Wird das wieder so eine große Enttäuschung wie beim letzten Mal? Oh. Der ist ja richtig geil der geworden. Der ist cute, der hat nur ein Loch hier. Der ist süß. Es ist auch vom Original nicht zu unterscheiden. Siehst du, wie ich sogar hier das 3D gemacht habe, weil der Strohhalm, man sieht, dass der hinter dem Strich ist. Dann machen wir was richtig, richtig Schweres, was nicht leicht zu erkennen ist. Motiv Nummer 4. Geht ähnlich los wie eben. Ist wieder ein Aperol-Spritz. Okay, es ist ein, ja, es soll eine Lippe sein. Es sind auch Augen vorhanden. Ich kann es mir fast denken. Ich frage mal so, ist die Person, die du gerade malst, hier in diesem Raum? Vielleicht. Soll das, was du da gerade malst, Locken sein? Vielleicht. Dann bin das da ich. Vielleicht. Kriegst noch Ohren. Kriegst du richtig krass blaue Augen. Das ist aber, wenn da gar kein Weiß ist, sieht das bestimmt richtig creepy aus. Was ist das denn für ein Senfgelb jetzt? Ich hab doch keine senfgelben Haare, hä? Lass mich. Das Endprodukt zählt. Hast du irgendwelche Special Muttermale oder so? Ich glaube nicht. Oh, Augenbrauen hast du. Ich glaube, ich das spiegelverkehrt, Yannick zu schreiben. Das weiß ich nicht, was du hast. Mach dir so ein Namensschild da drunter. Geil. Hä, 1:1 du. Was sagst du? Machen wir noch einen? Einen machen wir noch. Ja, Linda überrascht euch jetzt mit etwas. Wir machen jetzt einfach ein schönes, buntes Bild. Seid ihr bereit für den großen Flip, Leute? Linda, Linda. Ich bin so gespannt, was du für Leute hast.
Nein! Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein. Ich habe vergessen, spiegelverkehrt zu schreiben. Ja, Leute, ihr könnt es sehen. Das ist ja richtig schön geworden. Da steht natürlich abonnieren. Das liest doch jeder. Und da sind so Blumen. Das sieht aus wie eine Salami-Pizza. Au! Ich bin schon ein bisschen sad, dass da jetzt so kacke geworden ist. Aber wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann guckt doch mal hier um. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonnieren. Kannst du das spiegeln, einfach das Bild? Nee, ich glaube, da sind Hopfen und Malz verloren.